Willkommen zum Finale, zum Elex 1 Finale des Let's Plays Usetzer Brot, wo wir die letzte Mission spielen, Part 69. Nice. Nice. Und wir dann eigentlich mit dem Spiel durch sind. Eigentlich, weil dann werde ich noch die Kampfroboter-Mod ausprobieren danach, direkt nach dem Finale, aber ja, das ist der finale Let's Play Teil des deutschen Let's Plays. Irgendwann werde ich sicher in Englisch auch mal durchspielen. Nur um zu schauen, ob Brothers, Bruders, wie auch immer er heißt, so unschuldig wirkt, wie die Engländer sagen. Bring mir etwas bei. Sicher! Einen Punkt haben wir noch. Was ergibt noch Sinn? Nichts hier. Nichts. Kann ja loswerden, hey, ergibt. Hast du dir schon einmal überlegt, was du machst, wenn das alles hier vorbei ist? Wenn ich ehrlich bin, habe ich bisher eher relativ kurzfristige Pläne. Warum fragst du? Weißt du, ich habe ja mein ganzes Leben lang kämpfen müssen. Auf Magalan kannst du nur überleben, wenn du stark genug bist. Ja, und man muss sich schon aussuchen, mit wem man befreundet ist. Denn ohne Hilfe von wirklich guten Freunden überlebt man in der Regel nicht lange. Ja, und dann stellt sich die Frage, wem man sein Leben anvertraut die nächsten Jahre, meine ich. Nicht wahr? Ja. Naja, irgendwann wird es eben Zeit, dass, Und was hast du dir da vorgestellt? Flirtmeister Checks. Du weißt doch, was ich meine. Flirtmeister Checks. Also geht da doch was weiter. Oh. Ich denke, ich bin nicht der Richtige für dich. Oh, nun dann, vergiss einfach, was ich sagte. Lass uns einfach weitermachen, okay? Muss mir ja nicht gefallen. Nein, muss es dir nicht. Ohne Absage, Girl. Passt perfekt in die Story. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ausgemachter Blödsinn. So wie es bei mir in Elex 2 weiterging, passt diese Geschichte viel besser, als dass wir eine Beziehung anfangen. War nur ein One-Night-Stand. Wir waren beide betrunken. Beide zu viel Wein getrunken nach der Überlebungsfeier, Siegesfeier, und Kaya hat sich dann halt in mein Zimmer geschlichen. Ich wollte ja gar nichts anfangen. Ihr habt ja gesehen, wie ich geflirtet habe, gerade weiter. Bring mir etwas weiter. Bei. Alles klar. Der hat ja einfach keine Bock auf Beziehung. Rüstung, Ja, nimm dir. Perfekt für den Endkampf. Sorry, Girl. Sorry. Oh. Nesti haben wir verstoßen. Kaya wird verstoßen. Erster Wolf wird benutzt. Nur weil das ein Part 69 heißt. Weg mit dir. Ray muss her. Mitkommen. Geht klar. Weißt du nicht, dass es 69 gibt? Wären. Eigentlich ganz nett hier. Ja, ich hab das Viech für dich erledigt, keine Sorge. War ich nur dein Bruder. Oh, okay, machen wir nochmal einen fetten Save. Oh, ja. Okay. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Ich denke, wir haben alles. Wir sind bereit für den Eispalast. Sehr gut. Dann sag mir einfach Bescheid, wann es losgehen soll. Jetzt? Mach die Kiste startklar. Ich werde jetzt nach Xakor fliegen. Ich muss den Generator, der die Barriere um den Eispalast speist, außer Kraft setzen. Barriere? Generator? Ein gezielter Schuss in die Lüftungslamellen sollte reichen. Hör mal, ich will ja nicht nerven, aber... Was ist los? Von Waffensystem hast du nie etwas gesagt. Ich hatte auch so schon genug zu tun. Heißt das etwa? Ja, genau. Du kannst mit dem Ding da fliegen. Das war's dann auch schon. Wenn du damit den Hauptgenerator der Eispalastbarriere zerstören willst... Tja. Wir haben nicht mehr genug Zeit. Wir brauchen den Gleiter voll einsatzbereit. Ach, verdammt nochmal. Hätte ich gewusst, was du vorhast, hätte ich dir per se davon abgeraten. Die Kiste taugt nur noch als Fluggerät. Und das auch nur bedingt. Dann werde ich den Gleiter in den Generator steuern. Das ist Selbstmord.
Wie willst du denn rechtzeitig wieder rauskommen? Das überlege ich mir unterwegs. Ah, du bist doch wahnsinnig. Es darf nicht das Geringste schieflaufen, sonst bist du erledigt. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Nein. Ray. Verdammter Mistkerl! Viel Glück, Ray. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Woher kann er das fliegen? Tja, sieht wohl so aus, als hätte dir jemand deinen Stunt abgenommen. Ja, der Weg zum Eispalast ist jetzt frei. Ich muss nach Xarkor. Ich schätze, die anderen werden dort schon auf dich warten. Hey, hör mal, ich weiß ja nicht genau, wie es jetzt weitergeht, aber... Naja, viel Glück auf jeden Fall. So oder so hoffe ich, dass wir hier draußen den ganzen Mist überleben werden. Geh nun und hol dir, wonach du jetzt schon so lange gesucht hast. Oh, dann muss ich halt wen anders mitnehmen. Wer ist hier drüben? Oh, du bist kein Gefährte. Das ist nur Jonesy. Den nehmen wir nicht mit. Wen haben wir hier noch? Ist da überhaupt noch jemand von meinen Leuten? Ach, die sind alle ohne mich abgehauen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, dann gehen wir halt ohne Leute weiter. Oh boy. Oh boy. Und wer hat der da? Lebt da noch was draußen? Ich hab nichts raus. Hab ich echt den Weg schon freigeschalten? Freigeschossen hier. Okay. Gehen wir zum Konverter. Ist gerade ziemlich ruhig hier. Da erwartet man sich eine epische Battle-Musik zum Abschluss. Nicht mal das. Nicht mal das gibt es. Hier noch mal drinnen. Und Ruhe. Geschlossen. Tja. Ja. Zu einfach. Die kriegen wir auch noch auf. Jo. Das brauche ich zwar nicht mal, aber her damit. Wenn ich jetzt noch die Elixatorenrüstung finde, bin ich happy. Einer Mana-Trank, den hätte ich vielleicht brauchen. Ist ja auf jeden Fall den Vorteil, wenn man das Spiel mit Maus und Keyboard spielt. Ach, da haben wir schon den ersten fetten Fight. Das war keine gute Kampfdemonstration meiner Kampfeskraft und Willenskraft. Der Schlag auch gerade nicht. Oh boy. Ich sollte besser eine Waffe rausholen. Bruno hat wieder für keine 5 Sekunden überlebt. Irgendwas spielt mir dann. Das sind zu viele Gegner. Ich lasse mich zu leicht ablenken. Okay, hier haben wir ein paar Drohnen. Die ich auch noch besiegen muss. Nur One Shot. Ach, ich kann nichts mehr looten. Komm on, mach die weg.
Gute Arbeit, dich. Gute Arbeit. Cigar, Cigar. Ich habe noch einen Lernpunkt bekommen. Noch einen Trank. Wenn ich sie finde. Da. Ding durch eine Jause. Mal eine Jause essen. Ja, ihr habt das wahrscheinlich gemerkt. Selbst bei Ray war ich mir nicht sicher, wie das alles ausgeht. Ah, die haben schon angefangen. Cool. Also so ganz 100% habe ich das Spiel natürlich auch nicht mehr in Erinnerung. Wie alles ausgeht und endet. Aber hier haben wir anscheinend wirklich dann Showdown. Willst du noch eine Ansprache halten, Torvald? Da bist du ja endlich. Wir sind bereit. Wir können sofort losschlagen, wenn du es auch bist. Du konntest tatsächlich die anderen davon überzeugen, gemeinsam anzugreifen? Nur so haben wir eine Chance gegen die Verteidigungslinie der Alps. Das haben sie mittlerweile begriffen. Es hängt jetzt nur noch von dir ab. Wenn du also noch etwas zu erledigen hast, dann tu es jetzt. Alle, die hier sind, warten auf meinen Angriffsbefehl. Nur noch Recording checken. Nur noch Recording checken. Passt alles? Test, Test, Test. Ja, schaut gut aus. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. So sei es. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Alle Mann bereit? Na dann, zum Angriff! Wo sind die Kleriker? Ah. Voll. Das schafft mein Team doch schon, oder? Wenn ich dein Speerfeuer nehme, war es das sowieso mit mir. Ich renn rechts rundherum. Oh. Oh, ich bin ja. Ich bin der Schlimmste. Oh. Ist das Logan? Ist das? Ah, verdammt. Was für Mutanten. Die Schlacht von Sarko ist abgeschlossen. Oh. Wer schießt auf mich? Oh, Logan schießt auf mich. Lauf! Lauf! Oh. Logan, nein! Das ist auf der gleichen Seite, Logan. Oh. Kann ich reingehen? Kann ich reingehen? Ah ja, also selbst beim ersten Mal durchspielen habe ich irgendwas geklitscht. Ich kann reingehen. Passt, perfekt. Easy. Kann ich noch einen Mana-Trank reinwürgen? Hier. Was kann ich sonst noch einsetzen? Ich habe so viel. Da habe ich keine Money, da habe ich keine Money. Bei Fehler habe ich noch ein bisschen Money. Lass mir die Drohne weg. Oh. Ah. Ich wissen müssen, dass mir Logan in meinen Rücken sticht. Ein bisschen Elex. Ah. Ja, ich habe Berserker Hosen und Alp Oberteil. Ich habe keinen Stress. Ich lasse mir Zeit. Perfekt, perfekt. Können wir rein Fehlern.
Rückendeckung, Hund. Liegt so komisch der am Brust hier. Der Bolzenwerfer. Du bist tot. Oh, hier ist ja noch wer. Warum kann ich nicht anzielen? Komm, okay, dann geht einfach in die Wand rein. Ey, yo. Sind ja gar nicht feindlich, wie es ausschaut. Perfekte Rolle in meinen Schlag. Oh, ich muss hin. So habe ich mir gedacht, dass diese feindlich sein sollten. Das ist es nicht. Hey, oh, Bro. Dein Erscheinen hier zeugt von deiner Stärke. Wie ich sehe, ist dein unbändiger Wille immer noch ungebrochen. Viele Unwegsamkeiten habe ich auf mich nehmen müssen, um hierher zu kommen. Dir muss doch klar sein, dass dein Weg hier enden wird. Oder der deine. Die Direktive in ihrer momentanen Fassung ist fehlerhaft und wird den Alps auf lange Sicht unweigerlich zum Verhängnis werden. Wir sind schon so weit gekommen, dass nichts, was du tun könntest, etwas daran ändern wird. Du sagst wir. Doch redest du eher von den Plänen des Hybriden. Ja, und das ist gut so. Das ist der einzig nachhaltige Weg für unser Volk. Die Direktive wird uns allen die nächste Evolutionsstufe bescheren. Hast du etwa auf deinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen etwas Erstrebenswerteres gefunden? Nein. Unsere Elex-Lager sind im Übermaß gefüllt. Welche Macht der Welt wird uns jetzt noch überwinden können? Macht der Freundschaft. Du bist verblendet. Der Hybrid hat deinen Geist vernebelt. Ja, das ist die Sichtweise der verwirrten freien Menschen seit jeher gewesen. Du bist schon viel zu lange unter ihnen gewandelt, um das noch zu erkennen. Ja, viele Alps haben ihr Leben auf dem Schlachtfeld verloren. Doch sie taten es für einen höheren Zweck. Den Fortbestand und der Evolution unserer Art. Bald schon wird der Hybrid seine Arbeit vollenden und wir werden alle ein Teil seines neuen Zeitalters. Ich werde ja sehen, ob du recht hast, wenn ich mit dem Hybriden selbst gesprochen habe. Du glaubst, er wird dich empfangen? Dich? Den, der die höchste Auszeichnung, die wir Alps zu vergeben haben, ausgeschlagen hat? Den, der das Volk der Alps in seinen Grundfesten angreifbar machte? Er wird dich kaum in seine Kammer hineinlassen. Er hat gar keine andere Wahl. Dann ist der Schaden, den dein Exil bei dir angerichtet hat, größer, als ich bisher angenommen habe. Jemand hier in diesem Hause hat mich verraten. Verrat? Das ist doch eher die Domäne der Primitiven aus den südlichen Ländern. Der Abschuss meines Gleiters, meine Exekution, der Ausschluss aus der Gemeinschaft der Alps. Das alles hat einen Ursprung. Und er ist hier, im Eispalast zu finden. Du wirst mir jetzt sagen, wer dafür verantwortlich war. Du hast den einzig richtigen Pfad verlassen, als du die Beförderung zum Elexitor ausgeschlagen hast. Danach war dein Fall nur noch eine Frage der Zeit. Selbst dein eigener Vater sprach über dich von einer großen Gefahr für unser Volk. Er sprach von Verirrung und dem größten Fehler seines Lebens, dass er dich in die Welt gesetzt habe. Das hat Vardek gesagt? Was noch? Vardeks Dynastie war zu der Zeit die mächtigste am Hofe dieses Hauses. Aber aus irgendeinem Grund schien ihm das nicht zuträglich zu sein. Er hatte ein sehr emotionales Wort, wie er von deiner Person sprach. Etwas befremdlich für mich. Bis zu dem Tage, an dem er zu den Separatisten überlief. Da wurde mir klar, dass er das Elex abgesetzt hatte. Und dem Wahn der Emotionen verfallen ist. Wie genau lautete das Wort? Er nannte dich einen Bastard. Oh. Oh.
Wer hat meinen Raum belegt während meiner Abwesenheit? Ich habe die Räumung deiner persönlichen Dinge kurz nach deinem Absturz in Auftrag gegeben. Dein Vater wollte das übernehmen. Ob er aber schon tätig geworden ist, bevor er ins Exil ging, habe ich nicht geprüft. Verstehe. Wie auch immer, meine Zeit der bedingungslosen Gefolgschaft einer zweifelhaften Direktive ist vorbei. Mach, was du für richtig hältst. Geh und erfülle deine letzte Mission, die du dir selbst gegeben hast. Bald schon wirst du erkennen, wie falsch deine Einschätzungen sind. Ich werde mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Mein Volk bedarf meiner Führung. Okay. Kampfzeit. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Die Alps reden anscheinend gern viel. Du bist da. Ja. Ja, das bin ich. Warum reden Alps so viel? Oh, Tresor. Warum mache ich das? Warum mache ich noch ein Hack-Game? 7 ist gleich 7. Deiner ist 9, 9. 0 ist gleich 0. 1, 1. Muss niedrig anfangen. 1 ist gleich 1, 2, 2. 2 ist gleich 2, 3, 3. Das war nichts. Oh je. Das ist das Finale, der Finalkampf. Den Safe zu hacken. 5, 5, 6, 6. Geht doch. Oh, okay. Warum nicht? Nedix dran, ein Starker, der hilft uns jetzt viel. Ist egal. Zwischendurch ist das so anticlimaktisch, dass Tarek einfach nicht uns zum Kampf herausfordert, dass er einfach uns weiterziehen lässt. Dass die Kampfroboter uns nicht angreifen. Ich sehe dich. Okay. Schön für dich. Das ist der richtige Weg. Das ist mein Zimmer. Guter Becher. Oh, nein. Meine Kinder sind wider Erwarten außerordentlich stark geworden. Was ist es? Das kriegerische Gen oder der Kampfgeist der Berserker? Mir wird langsam klar, dass ich sie beide an den Hybriden verloren habe. Sie sind nur noch Werkzeug der Maschine. Damit sind sie unerreichbar für mich. Gänzlich aus meinem Einflussbereich verschwunden. Tarek ist schon misstrauisch geworden. Wenn ich nicht bald handle, ist es vielleicht zu spät. Für uns alle. Mich erreichte gerade die Nachricht, dass Jax den Auftrag bekommen wird, den Pilger aufzusuchen. Es wird Zeit zu handeln. Außerhalb der schützenden Mauern des Palastes ist er verwundbar. Ich habe Zadom schon zum Treffpunkt bestellt. Er wird die Ausführung des Plans übernehmen. Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Ich darf diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Wo war die dritte Aufzeichnung hier? Jax lebt. Viele Berichte aus den Ländern der freien Menschen weisen darauf hin. Noch hat Tarek keinen Verdacht. Doch das kann sich schnell ändern. Ich werde umdenken müssen. Auch wenn Kallax es nicht geschafft hat, Jax auszuschalten, ist er trotzdem die beste Option, die ich habe. Ich muss die beiden noch einmal zusammenbringen, damit Kallax seinen Auftrag endlich abschließen kann. Vielleicht habe ich ja Glück und sie kehren beide nicht wieder. Mein Plan ist gescheitert. Jax ist unauffindbar. Es heißt, er kämpft nun für die freien Menschen gegen sein eigenes Volk. Ich habe keine Wahl. Ich muss den Eispalast verlassen und ihn finden, bevor Tarek davon erfährt. Denn das wird er, früher oder später. So oder so wäre das mein Todesurteil. Das Exil und die Separatisten sind meine einzige Chance. Vadek also. Mein eigener Vater steckt schlussendlich hinter dem Ganzen. Meine Havarie.
Meine Exekution. Mein Kampf gegen Kallax. Die Bastarde, die Vadek-Stellung am Hofe des Palastes sichern sollten, wurden ihm am Ende zum Verhängnis. Darauf muss ich mal eine Runde schlafen. Mein eigener Vater. Okay. Die Elixatoren und Maske schaut nicht so cool aus. Wo ist meine Sonnenbrille? Und hier haben wir noch ein paar Sachen. Das machen wir wieder den Geistwolf. Yeah! Das sieht cool aus. Mal schauen, ob das das Thumbnail wird. Oder ob ich noch was Besseres finde. Ja. Du hast deine Stärke wieder erlangt. Nur etwas anders als erwartet. Du hast wahrscheinlich auf die Kerika gewettet, oder? Oder? Die Einrichtung war damals schon Fahrt bei den Alps. Komm zu mir. Wir haben viel zu besprechen. Oh boy. Ja, natürlich, es wird viel geredet. Es wird viel geredet. Bevor wir überhaupt kämpfen können. Ich glaube, da gab es gar nichts Wichtiges, oder? Du hast dir Zeit gelassen. Ich hatte früher mit dir gerechnet. Du wusstest, dass ich den Eispalast angreife, nicht wahr? Dein Volk hat dir keine Wahl gelassen. Ja, aber es war alles andere als leicht. Es hätte auch schief gehen können. Nein, deinem Überlebenswillen sind die anderen nicht gewachsen. Reden wir von dem Willen, den du mir nehmen wolltest, als du mir den Chip in meinen Kopf gepflanzt hast. Hätte der Chip bei deiner Exekution keinen Schaden genommen, würdest du diese Frage nicht stellen. Du würdest verstehen, dass sich wahre Stärke und umfassendes Wissen nur im Kollektiv wirklich entfalten können. Ein Kollektiv, das nur von einem Individuum kontrolliert wird, ist kein Kollektiv, dem ich angehören will. Unter diesen Umständen ist mir der Preis für die nächste Evolutionsstufe zu hoch. Das ist verständlich, zumal du sie alle überwinden konntest, um hierher zu kommen. Dein Erscheinen hier ist der Beweis, dass du der nächsten Stufe näher bist als jeder andere deiner Art. Deine Art ist gnadenlos und schlachtet Menschen ab. Das Aufkommen dieser Individuen ist nur eine temporäre Erscheinung. Doch das ist nicht mehr relevant. Und du weißt das auch. Der Meteor kam in die alte Welt nur zu einem Zweck. Magalan muss vorbereitet werden, auf diejenigen, die kommen werden, diese Welt in Besitz zu nehmen. Der Punkt ist nun erreicht, dass die Maschine ihre Arbeit aufnehmen kann. Du hast einen großen Aufwand betrieben, deine wahre Identität geheim zu halten. Schon damals hatte ich gegen die Engstirnigkeit meiner Zeitgenossen zu kämpfen. Die Menschen haben an ihrem Verhalten wenig geändert. Wenn du wirklich die Zukunft kennst, dann sag mir, was als nächstes geschieht. Die Welt, wie du sie kennst, wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Alles Leben wird sich der neuen Ordnung fügen oder ausgelöscht. Wer wird kommen? Was sind sie? Das liegt außerhalb deiner Vorstellungskraft. Selbst ich kann den Worten der Wissenden zuweilen nicht folgen. Die Wissenden? So nennen sie manche. Doch ist das nicht mehr deine Sache. Du hast viel erreicht, Jax. Vor allem hast du dafür gesorgt, dass ich meine wertvolle Zeit für meine Vorbereitungen nutzen konnte. Das klingt fast so, als hättest du das alles geplant. Auch wenn mein Einfluss auf dich durch deinen defekten Chip begrenzt war, tat er doch seine Wirkung. Die Kleriker hätten mir durch einen direkten Angriff auf den Eispalast mit ihrer vollständigen Kampfkraft gefährlich werden können.
Doch du hast sie aus ihrem Hort getrieben und in den offenen Krieg geführt. Sie haben dank dir ihre Schlacht in Ignadon zwar gewonnen, doch waren sie anschließend zu geschwächt, um noch ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Der Tod ihres obersten Anführers Ulbricht wird sie noch lange beschäftigen. Oh. Unsinn. Die Kleriker trafen ihre Entscheidung zum Angriff auf das Alpheer in Ignadon aus freien Stücken. Menschen, die verzweifelt sind, haben nichts mehr zu verlieren und sind gefährlich. Doch du gabst ihnen Hoffnung. Ohne den reinen Feldherrn, den du ihnen besorgt hast, hätte sie ihre Verzweiflung bis zum Äußersten getrieben. Zeit. Das war alles, worum es ging. Was ist mit dem Elix, das für dich gefördert wurde? Das Elix ist natürlich eine Notwendigkeit. Nun ist es in ausreichender Menge vorhanden. Darüber hinaus musste dafür gesorgt werden, dass ich auch weiterhin ungestört bleibe. Der Bau des Big Bang in Tavar hat ebenfalls geholfen, die freien Menschen abzulenken. Und wenn Konrad nun tatsächlich eine Bombe mit großer Zerstörungskraft gebaut hätte? Dann hätte sie sich gegen die Kleriker gerichtet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Duke damit den Eispalast bedrohen würde, war gering. Des Weiteren hast du Konrad eliminiert. Er wird ganz sicher keine Bombe mehr bauen. Ist das alles? Nein, bei weitem nicht. Doch sei noch das Schicksal meines Erzfeindes Thorald erwähnt. Dass du ihm Kaya brachtest, hatte ein direktes Scheitern seines Elex-Experimentes zur Folge. Ihre Verbindung zum Elex war so stark, so dass Thorald die Kontrolle darüber verlor. Oh boy. Kommt nur mir das davor, dass das alles ein bisschen random, zufällig zusammengewürfelt. Ich glaube dir kein Wort. Irrelevant. Du bist nur ein Störfaktor in dieser Rechnung und musst vernichtet werden. Ach, du willst mich verunsichern. Du erzählst mir das alles nur zu einem Zweck, mich emotional zu manipulieren. Du willst mich ablenken, damit du leichteres Spiel mit mir hast. Das wird dir aber nicht helfen. Ich bin nicht den langen Weg hierher gekommen, um nun in Stille unterzugehen. Mein unüberwindlicher Lebenswille wird nun auch dich bezwingen. Dawkins! Dann ist alles gesagt. Nimm also nun das Unvermeidliche an, Mensch. Ah ja. Das Signal zu den Sky Ends. Oder keine Ahnung, weil ich jetzt nur noch verwirrt bin von der Story. Der Roboter schaut nicht so robust aus. Leute, kämpfen! Ein Grund, warum mein Kampfroboter einfach nicht kämpfen will. Okay. Oh boy. Ah, jetzt hat er geschossen einmal. Oh, okay. Elfried hat sich gerade selbst angeschossen. Dann hat der Wolf was gemacht. Oh. Und schon Wolfi. Ich habe
kann gleich auf Chawkins gehen. Mein Wolf lebt nur noch. Gute Arbeit, Wolfie. Wolf wird schon richten. Er hat sich gerade selbst getötet. Er hat auf den Boden vor sich geschossen. Taktisch, dass er selbst überleben kann. Finish the job, Jax. Finish the job. Du hast deine Stärke bewiesen. Trotz all meiner Vorbereitung und all dem Elex bist du der Mächtigere von uns beiden. Ja. Und deinen Plan wirst du noch einmal überdenken müssen. Du verstehst einfach nicht, dass es um etwas Größeres geht. Größer als wir alle zusammen. Ich verstehe sehr gut. Du bist ein Übel, das es aufzuhalten gilt. Deine Tage sind gezählt. Ab dem heutigen Tage wirst du den Menschen dienen. Nein. Du hast gar keine Wahl. Durch das umgekehrte Elex in deinen Adern wirst du eins werden mit der Natur und den Menschen. Das kannst du nicht tun. Du weißt nicht, was du damit anrichtest. Wir werden gleich sehen, ob ich kann. Weg, so viel Leid, ein Meer von Blut ergießt sich über die Länder. Jetzt kannst du es sehen. Das ist alles dein Werk. Das ist unerträglich. Zerstöre mich. Nein. Erinnere dich an die Zeit deiner menschlichen Form. Dein Plan war es, deine Haut zu retten. Später war es das Elix, das dein Handeln bestimmte. Löse dich von diesem Zwang. Ich kann nicht. Es ist zu spät. Die Menschen werden mir niemals vertrauen. Sie werden es lernen. Dafür werde ich sorgen. Hey. Okay. Schätze, das war's. Was sagt die Missionskarte? Constitution-Punkte habe ich, sagt die Konstitutionsquote. Und Lernpunkte. In nur wenigen Jahren werden die neuen Herren dieser Welt erwartet. Bereite die Menschen darauf vor. Mhm. Natürlich werde ich das. Sowas von. Wir werden alles sowas von vorbereitet sein. So. Das ist der schnellere Weg, Zeitpunkt. Oder? Komm schon. Ah, ich habe noch immer keine Elixatorenrüstung gefunden. Schade. Sorry. Magalan, die letzte Bastion der Menschheit. Dawkins sprach von den Wissenden, die er als die zukünftigen Herren dieser Welt ansieht. Er sprach von seinem Plan, die Welt auf die kommenden Zeiten vorzubereiten. Doch ist vieles immer noch unklar. Was wird mit den Menschen und den anderen Lebensformen geschehen?
Bedeutet es für Sie die totale Vernichtung? Bedingungslose Unterwerfung? Oder bedeutet es das Erlangen der nächsten Stufe in der Evolution? Durch die Befreiung des Geistes von seinem vergänglichen Körper? Was es auch sein mag, es wird Magallan in seinen Grundfesten erschüttern. Die Menschen müssen erkennen, dass nicht so bleiben wird, wie es jetzt ist. Auch sie werden sich vorbereiten müssen. Sei es nun für eine Neuordnung oder für einen weiteren Kampf ums Überleben. Meine Rolle dabei habe ich nun selbst in der Hand. Es bleibt die Frage, wer wird meinem Weg folgen? Viele sind in den letzten Tagen von uns gegangen. Und diejenigen, die Dawkins Krieg um das Elex überlebt haben, werden nun ihre eigenen Pläne verfolgen. Was werden sie tun, wenn die Wissenden erst einmal hier sind? Ich will Gewissheit darüber, was uns in den nächsten Jahren erwartet. Wer an meiner Seite steht. Und wer es jetzt immer noch wagt, mir die Stirn zu bieten. Jeder. Mir, Jax, der Bestie von Xakor. Jeder. Absolut jeder. Alles klar. Alles klar. Wir sind schon im Epilog anscheinend. Reden wir mal mit dem Big Boss da oben. Ich glaube nicht, dass das mehr als eine halbe Stunde gedauert hat. Ah, doch. Sind wir schon. Es ist vollbracht. Die Maschine hat ihre Arbeit endlich aufgenommen. Bald werden wir die Früchte unserer harten Arbeit ernten. Ich schätze, du wirst dich in Zukunft an einige Dinge gewöhnen müssen. Ja. Der Hybrid wird uns allen die nächste Evol... Ich habe ihm das Mana der Berserker zu Kosten gegeben. Wie? Ich verstehe nicht. Das reine Elex wird die Maschine nicht mehr allein speisen. Hier wird sich in Zukunft einiges ändern am Hofe des Eispalastes. Aber wenn es stimmt, was du sagst, dann ist unsere Zukunft nicht mehr eindeutig vorherbestimmt. Richtig. Es wird ein Abenteuer. Und das ist auch gut so. Unser Volk wird umdenken müssen. Der Halt allen Lebens wird ab heute unsere oberste Direktive sein. Nun gut. Ich werde darüber nachdenken und alsbald meine Arbeit am Wiederaufbau von Xakor beginnen. Doch dem Verräter Zardom darf keinerlei Chance mehr gewährt werden, diesen zu stören oder gar zu verhindern. Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich muss zugeben, ich habe deine Fähigkeiten unterschätzt. Als ich von deiner Exekution erfuhr, hätte ich niemals mit deiner Rückkehr gerechnet. Jeder andere an deiner Stelle wäre gescheitert oder hätte sich abgewendet. Doch was du geschafft hast, wird noch lange unser aller Schicksal bestimmen. Geh nun und erledige deine Aufgaben als Vollstrecker der neuen Direktive. Alles wohl dem Volk der Alps. Alles wohl dem Volk der Alps. Vadek und Zardom haben uns alle verraten. Ja, natürlich. Sie gingen ins Exil und nahmen damit den Kampf gegen die Direktive und ihr eigenes Volk auf. Nicht nur das. Sie haben uns allen jahrelang etwas vorgemacht. Zardom hatte immer nur ein Ziel. Deinen Posten. Den des ersten Elexitors. Und Vadek? Um seine Stellung hier im Hofe des Eispalastes zu festigen, hat er Nachkommen gebraucht. Kallax und ich sind nicht seine leiblichen Kinder. Er hat uns hierher verschleppt, als wir noch Kinder waren. Das ist natürlich etwas anderes. Nun, dann wird mir einiges klar. Wie auch immer. So oder so hat Vardek am Ende den Weg des Widerstands gewählt. Aber seine Bemühungen waren vergebens und führten unweigerlich zum Untergang seiner ganzen Dynastie. Nicht ganz. Ja, in der Tat. Doch ob du für deine eigene Karriere dir deinen Vater zum Vorbild nimmst, solltest du dir noch einmal gut überlegen. Okay. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Tarek in Elex 2 war. Wie heißt der Commander in Elex 2? War es Tarek? Oh, ich weiß es gar nicht mehr.
Erdom. Erdom war einer, oder? Der mit der coolen Stimme war Erdom. Oder so in die Richtung. Willkommen im Epilog. Den werden wir gleich dran schnallen. Sehen wir die Singularität? Nein, nicht mehr. War kurz in der Luft. Ah, in Alex 2 könnte ich mit meinem Chatback durchcruisen. Hey, Ray? Ray, bist du da noch drinnen? Ray? Sorry, dass ich dich töten wollte, Bro. Oh, schade. Ray wäre cool gewesen. Wer ist das? Ah, Alexitor Tarek hat mehr Truppen in die Schlacht geschickt, als der Eispalast entbehren kann. Die Verteidigung der Festung selbst ist nun nicht mehr haltbar. Ziel dieser Entscheidung war es wohl, uns mit einem Schlag zu vernichten. Noch sind wir es nicht. Die Verteidigungslinie ist vernichtet. Alexitor Tarek hat die Schlacht verloren. Es wird lange Jahre dauern, die vom Hybriden geschlagenen Wunden unseres Volkes wieder zu heilen. Du bist bis zum Ende den Weg mit mir gegangen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht damit gerechnet. Viele Opfer sind gebracht worden. Jetzt müssen wir uns auf den Wiederaufbau konzentrieren. Du warst beim Hybriden. Ja, es war ein harter Kampf, den ich am Ende für mich entscheiden konnte. Deine mentale Stärke ist bemerkenswert. Jeder andere Alp wäre schon im Ansatz den mentalen Angriffen des Hybriden erlegen. Die Maschinen scheinen die Elex-Zufuhr herunterzufahren. Und doch ist seine Präsenz immer noch zu spüren. Was ist passiert? Er wird von heute an für uns arbeiten. Ich habe seine Elex-Quelle mit Mana kontaminiert. Aber, ich verstehe. Es ist der Weg der Konformität, den du beschritten hast. Der Weg der Gnade, Egalität und Synergie. Vermutlich die kompliziertesten aller denkbaren Ausgänge unseres Krieges. Glaubst du, dass es funktioniert? Wenn nicht, werde ich ihm den Stecker ziehen. Das Volk der Alps wird diesen Umstand mit großer Sorgfalt prüfen, bevor wir noch einmal den gleichen Fehler machen. Nie wieder Verblendung. Du warst der stärkste und effektivste von uns, Jax. Du hast die Wendung in unserem Krieg herbeigeführt. Viele von uns werden dich aber immer noch als Bedrohung ansehen und dich auch weiterhin bekämpfen. Ich werde darum versuchen, so schnell es geht, dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe und Ordnung in unserem Volke vorherrscht. Gute Arbeit, Commander. Das Volk der Alps hat dir viel zu verdanken. Verdammt, die Separatisten reden viel. Wo ist Vardek? Wo ist mein Vater? Er ist kurz nachdem du das letzte Mal hier warst, gegangen. Ich hatte vermutet, dass er sich deinem Kampf anschließen wird. Das hat er nicht? Nun, dann weiß ich nicht, wann er wiederkommt. Er wird nicht wiederkommen. Ich denke, er ist auf der Flucht. Aber... Er hat mich verraten und er wird wissen, dass ich es jetzt auch weiß. Und darum suchst du ihn jetzt, ja? Tja, dann werden wir ihn so bald nicht wiedersehen. Irgendwann vielleicht. Wer weiß. Ja, Traum, oder? Oder war es doch eher dumm? Eins von beiden halt. Aber verdammt, die Alps reden viel. Mal schauen, ob die anderen Leute auch so drauf sind. Ah, Logan wird mich wahrscheinlich umbringen das wollen. War's. Die Verteidigungslinie ist zerschlagen. Aber unsere Arbeit ist noch lange nicht beendet. Sie fängt gerade erst an. Ist es endlich geschehen? Hast du den Hybriden umkehren können? Er wird ein neues Zeitalter einläuten. Es ist vollbracht. Genau so, wie du es wolltest. Das Mana wird seine Systeme mit der Zeit gefügig machen. Endlich. Soll sich meine harte Arbeit am Ende doch noch auszahlen? Es hat schon begonnen. Seine Selbsterkenntnisse und Emotionen sind sehr tiefgreifend. Ab jetzt steht der Hybrid auf der Seite der freien Menschen von Magalan. Die Alps allerdings... Nun, sie werden so schnell noch nicht akzeptieren, dass ihre Zeit nun vorbei ist. Viele von ihnen werden weiterhin das Elex in den Norden bringen, in der Hoffnung, damit die nächste Evolutionsstufe zu erlangen. Solange sie das tun, werden sie auch nicht aufhören, uns zu bekämpfen. Ja, aber das ist nicht wichtig. Allein was zählt ist,
dass wir von jetzt an in der Gewissheit leben, dass es sich bessern wird. Ich fürchte, das wird es nicht. Der Hybrid hat das Elex sammeln lassen, um Magalan auf die Ankunft einer höheren Spezies vorzubereiten. Er nennt sie selbst die Wissenden. Und sie werden bald schon hier bei uns sein. Hm, ja. Ich hatte so etwas schon befürchtet. Doch ich war zu verblendet, um es wahrhaben zu wollen. Töricht von mir zu glauben, dass die Ankunft des Meteors das einzige sein würde, das uns hier unten erreicht. Wie viel Zeit wird uns noch bleiben? Ich weiß es nicht. Die Rede war von wenigen Jahren. Hm. Gut. Dann werden wir uns vorbereiten müssen. Die Zeit wird von heute an unser ärgster Feind. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Du hast Großes vollbracht. Ohne dich wären wir vermutlich schon alle verloren. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Die Menschen werden deine Beharrlichkeit und deine Stärke auch in der Zukunft brauchen. Ich hoffe auch weiterhin an deiner Seite stehen zu dürfen, wenn es beginnt. Also, gib auf dich Acht, bis wir uns wiedersehen, mein Freund. Ja, in Elex 2 werden wir uns anscheinend nicht wiedersehen. Dann haben wir noch Uras? Nein, ein Bart. Ist das Logan? Verdammt nochmal, was ist denn mit dir los? Beinahe hättest du den großen Spaß hier verpasst. Hast du den Angriffsbefehl verpasst? Glaubst du, euch Kleriker-Sympathisanten helfe ich? Da bist du schief gewickelt. Warum bist du dann überhaupt hier? Ich wollte auf keinen Fall verpassen, wie euch die Alps den Gar ausmachen. Ich hörte, du warst bei dieser Höllenmaschine, dem Hybriden. Hm. Und wenn es so wäre? Was hat er denn gesagt, der große Meister? Er hat eine Ladung Mana zu schmecken bekommen und wird in Zukunft ziemlich umgänglich sein. Was? Echt jetzt? Du bist in seine Höhle gekrochen und hast ihn mit dieser Berserker-Scheiße vollgepumpt? So könnte man es sagen. Also entweder bist du nur ein Maulheld, der auf die Kacke haut, um ein paar Splitter zu ergaunern, oder, was noch viel schlimmer wäre, es stimmt, was du sagst, und jetzt schwappt die ganze Berserker-Grütze auch noch aus dem Norden auf uns ein. So oder so, gibt es keinen Grund mehr für mich, dich weiterhin am Leben zu lassen, du Penner. Je eher du dich von dieser Welt verabschiedest, umso besser für uns alle. Bring it on, Ding Dong. Jungs, Unterstützung. Jungs. So, sie schießen mir eine Leiche entgegen. Das geht so nicht. Ah, da ist meine Unterstützung. Gute Arbeit, Jungs, gute Arbeit. Oh, da entwindet mir auch das Leben. Nicht vernichten. Das. Und dann, warum ist der Typ so stark? Komm schon, Jungs. Rein da. Endlich. Das war's gleich mit Logan. Logan tot. Das ist nicht die Canon Ende. Canon Ende? The Canon Ending. Ja, bei mir beim ersten Let's Play ist auch Logan gestorben. Da steht jedes Mal bei mir. Multitalent im Sterben, der Typ. Okay, es sind hier noch weitere Leute, nur mal schauen, oder? Hier haben Zadom. Ganz zum Schluss. Verdammt. Die sind weiter weg. Was geht denn hier ab?
Ah, Kopfgeldjäger. Und Mutanten. Das ist eine fette Party. Reicht mir denn nichts. Hat sie überlebt. Die Wache. Okay. Weiß ich nicht, wenn wir anders rumspielen, die Wache. Hallo Gregor. Oh. Da haben wir aufgeräumt. Schau dir das an, die Kleriker haben aufgeräumt. Wir haben sie rausgeschmissen, die Outlaws. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass hier mehr Roboter stationiert werden. Ohne sie hätte der Aufstand der Outlaws böse ausgehen können. Ja. Ja. Genau das ist passiert. Hey, Bro. Hey, du. Ich brauche jemanden, der nach Ignadon geht und dort weiteren Bericht erstattet. Du gehörst doch zu den Freiwilligen, die sich vorhin verpflichtet haben, oder? Eigentlich nicht. Ach so, dann ist es auch egal. Wir haben viel zu tun, also fass dich kurz. Was möchtest du? Die Situation spitzt sich immer weiter zu. Abessa ist zu einem Schmelztiegel des Krieges geworden. Es wird sich bald alles ändern. Der Hybrid wird nun durch eine Mischung aus Elex und Mana beeinflusst. Durch dieses Gleichgewicht wird er bald in der Lage sein, uns zu helfen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Dann ist der Kampf gegen die Alps also vorbei. Noch nicht ganz. Viele von ihnen haben noch nicht begriffen, was auf sie zukommt. Ich hoffe, dass wir schnellstens wieder Ruhe und Ordnung in unser Land bekommen. Nur eine Frage der Zeit. Gut. Dann lass uns dafür sorgen, dass wir diese heiße Phase überstehen. Also, pass auf deinen Rücken auf. Was genau ist dir passiert? Du warst wohl nicht dabei, was? Die Outlaws haben einen Aufstand angefangen und die Separatisten haben geholfen. Dass es zwischen ihnen und uns irgendwann knallt, war abzusehen. Aber dass die Kuppel dabei zerstört wird, für so wahnsinnig habe ich sie nicht gehalten. Ach, da fällt mir ein, ich bin dir trotz allem dankbar, dass du mir damals die Waffenlieferung gebracht hast. Wenn die Outlaws die Waffen gehabt hätten, ich glaube nicht, dass wir das überlebt hätten. Ich muss jetzt weitermachen, es gibt noch viel zu tun. Die Separatisten haben echt geholfen. Separatisten und Outlaws. Eine ganz komische Mischung. Ich will noch mal rüber schauen, ob Myra lebt noch. Irre ich mich oder schwankt die Leistung? Aber der Regenerator. Das schaut doch alles normal aus. Da ist die Singularität. Schaut doch alles normal aus. Ja, da ist viel Blut in der Straße, das weggewischt werden muss wahrscheinlich. Ist das jetzt Myra oder Myra? Du bist nicht aus Goliath hierher geflogen. Beste Namen immer. Ich hätte Kaya mitbringen sollen hierher. Da fällt mir wirklich nichts zu ein. Meinst du noch? Nur Berserker und Kleriker hier. Ja, alles weg. Alles weg. Holen wir mal wen von meinem Team ab. Oh, was war das für ein Zoom? Lager der Mitte. Die Berichte aus dem Norden sind ziemlich widersprüchlich. Keiner hier weiß so recht, was da oben wirklich geschehen ist. Ein Verrücken der Machtverhältnisse. Doch der Hybrid ist nun auf der Seite der freien Menschen und wird uns helfen, die Zukunft zu gestalten. Die Alps scheint das aber nicht besonders zu interessieren. Ich habe noch vor einigen Stunden eine ihrer üblichen Patrouillen durch den Pass marschieren sehen. Ja, aber das ist nicht mehr wichtig. Alles, was dich jetzt interessieren sollte, ist die Befestigung dieser Anlage. Ein großer Sturm wird auf uns zukommen. Wann? In ein paar Jahren werden die Dinge sich grundlegend ändern in Magallan. Du warst dort, nicht wahr? Du warst im Eispalast. Du warst bei ihm und hast die Zukunft gesehen. Ja,
Und wenn wir ein Teil dieser Zukunft sein wollen, müssen wir uns wappnen. Ich werde euch zeigen, wie. Das ist beruhigend und aufregend zugleich. Aber es klingt nach Zuversicht. Wir haben dir viel zu verdanken. Also vielen Dank, mein Freund. Dann lass dich nicht weiter aufhalten. Du hast sicherlich noch andere Dinge zu erledigen. Wir sprechen später. Ich bin mit Crawley reden. Analyse. Ausrüstung. Optimal. Du bist sicher mein treuster Freund hier. Es freut mich, dass du noch da bist. Nicht mitkommen. Du. Boah. Beeindruckend, wozu ein Mensch allein imstande ist. Du hast die Bestie besiegt. Und darüber hinaus noch einen Weg gefunden, dass sie nun weiß, was es heißt, ein fühlendes Wesen zu sein. Das wird dir so schnell niemand nachmachen. Es gibt noch so vieles zu entdecken. Gerade jetzt, da der Krieg vorbei ist, wird vieles sehr viel einfacher zu erkunden sein. Mitkommen. Okay. Ja, ja. Warum liegt da eine Leiche am Roboter? Dir geht es gut, wie ich sehe. Wie steht es um den Hybriden? Ich konnte ihn überzeugen, seine Feindseligkeiten einzustellen. Dann hat Thorold also immer recht gehabt. Beeindruckend. Naja, das ist ja jetzt vorbei. Die Zukunft liegt nun vor uns. Wir müssen jetzt aufpassen, dass sie uns nicht wieder entgleitet. Oh, Harley ist so ein bisschen uninteressant eigentlich jetzt. Dort liegt auch noch eine Leiche von Robotern. Informative Umgebung. Da leben wir. Du hast es geschafft, nicht wahr? Ja, der Hybrid hat seine Lektion gelernt. Es wird eine Zeit dauern, bis er seine neue Rolle als Hüter des Lebens vollends akzeptiert hat. Doch die schwierigste Hürde ist erst einmal genommen. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Ach ja? Okay, ich bin mal ganz ehrlich. Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, wer zur Hölle? Aber am Ende hast du nicht nur den Krieg entschieden, sondern du kümmerst dich auch noch um die kleinen Leute. Dass du wieder hier bist und mir von deinen Taten berichtest, spricht nur für dich. Können die Leute ja sagen, was sie wollen, aber ich finde dich echt okay. Danke. So, und jetzt Schluss mit dem Gelaber. Ich habe noch zu tun. Ist eigentlich witzig, dass niemand aus dem Lager der Mitte in Elix 2 vorkommt. Keiner der Charaktere. Okay, rennen wir. Das ist nicht Thorald, das ist der andere Typ, der beim Kampf nicht mehr dabei war. Man fällt mit dem Namen Ragnarok ein. Ragnar. Nur Ragnar, oder? Mir kam zu Ohren, dass der Eispalast gestürmt wurde. Ja, wir haben es geschafft. Was für eine gute Nachricht. Wie ist die Sache denn jetzt ausgegangen? Jemand war beim Hybriden, wurde mir gesagt. Ja, ich war dort und habe mit ihm verhandelt. Der große Plan des Pilgers ist tatsächlich aufgegangen. Das Mana, das ich dem Hybriden verabreichte, zeigte schon erste Wirkungen. Er hat sogar schon eine Art Mitgefühl entwickelt und wird ab jetzt in unserem Sinne handeln. So ist es also wirklich wahr geworden. Wir hatten es nicht zu hoffen gewagt. Ab dem heutigen Tage werden wir also in Freiheit leben dürfen. Und du hast uns dazu verholfen. Gut gemacht. Das Volk der Berserker steht tief in deiner Schuld. Der Umstand, dass du sogar einer der unsrigen bist, erfüllt mich mit besonderem Stolz. Mögen deine zukünftigen Kämpfe stets siegreich sein, Retter der Menschheit. Auf die Berserker-Rüstung. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Fresse, wer ist das? Gut. Ich weiß nicht, ob da jemand mit mir redet. Da ich ja schon fast jeden gekillt habe. Vielleicht Lucy. Hey Lucy. Lass mich bitte in Ruhe. Oh. Mein armer Bullet. Oh, sorry. Lucy redet noch immer nicht mit mir. Oh. Ike ist hier. In dieser Gegend gibt es einen horrenden Missbrauch mit verschiedenen Substanzen. Ja. Besser, du lässt dir nichts injizieren. Keine Nasty. Der Typ. Hey du, wir müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass du im Eispalast beim Hybriden warst. Wie kommen die ganzen Schwachköpfe hier eigentlich auf so einen Mist? Wahrscheinlich, weil es die Wahrheit ist. Ach komm, du Aufschneider. Kein Wort, glaube ich dir. Ich hab dich bei uns aufgenommen. Ich kann das auch gerne wieder rückgängig machen.
Der Hybrid wurde mit Mana kontaminiert und wird ab jetzt für uns alle arbeiten. Auch für so jemanden wie dich. Ach ja? Du willst mir damit sagen, dass diese Missgeburt von einer Maschine jetzt auch noch Berserkerschlamm zu fressen gekriegt hat? Tja, das kann ja was werden. Ich möchte wetten, es dauert nicht lange, bis diese Holzköpfe hier aufkreuzen und Ansprüche stellen, was? Wir werden lernen müssen, zusammenzuleben. Tja, wie heißt es so schön? Der Überbringer von schlechten Nachrichten bekommt die Scheiße als Erster ab, nicht wahr? Du wirst diesen Ort jedenfalls nicht mehr lebend verlassen. Ja, glaubst du? Mag Neugierige. Ja, dem Vieh zeige ich es. Den schnappen wir uns. Können wir gleich schauen, ob Nest ja auch da ist. Ach, nichts. Noch nicht so. Das ist doch nur eine Flashwound. Wir haben uns schon durch das ganze Fort gemördert. Wir haben es den Berserkern leicht gemacht, um ehrlich zu sein. Nur wahrscheinlich Red. Nur Red kann ich noch nicht töten. Probieren wir es nochmal. Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns. Ja, daneben. Den schnappen wir uns. Red? Mir. Ja. Das war ein Shot. Nein. Red ist tot. Ich hab's endlich geschafft. Schaut ihn euch an. Ich hab die Zukunft verhindert. Endlich. Endlich Red. Getötet. Nach all der Zeit. Nach fast über 150 Stunden habe ich ihn endlich töten können. Ich habe es in Elix 1 dreimal probiert. Ich habe es in Elix 2 fünfmal probiert. Und er wollte einfach nicht verrecken. Aber jetzt habe ich ihn endlich besiegen können. Nicht schlafen. Ah. Na Gott sei Dank. Schöne Blume hast du, Nasty. Endlich. Hat lang genug gedauert. Okay, ich muss da reinzoomen, weil sonst komme ich nicht rein. In die Klerikerstadt. Die Klerikerstadt. Wo dann die Skyn-Basis drauf landen wird. Ah. Also crazy. Wer kann den Herrschaftsanspruch der Kleriker in Frage stellen, wenn ihr auf diesem Boden steht? Man sagt, der Hybrid habe seinen Status verändert. Sagt man sich das? Singer. Es heißt, er würde sich nun anderen Dingen zuwenden. Er wird von nun an den freien Menschen dienen. Aber wie? Ich habe seine Systeme mit Mana kontaminiert. Oh, du meinst dieses Zauber-Elex der Berserker? Und du meinst, du warst wirklich bei ihm? Ja, und es funktioniert. Der Hybrid hat nun ein Gewissen und Mitgefühl. Was für ein genialer Plan. Das sind wahrlich gute Nachrichten. Du sollst eine angemessene Anerkennung dafür bekommen, mein Sohn. Möge Kalan dich beschützen. Was? Krieg ich eine Klerikerrüstung? Das ist eine Waffe? Was? Gar nichts. Oh, verdammt. Okay. Das war gar nichts. Das war gar nichts. Saddam ist hier. Wenn wir bitte diesen. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Ja, wir wollen zu Saddam. Wir sollten eigentlich hier schon alles beseitigt haben. Weg zu ihm hin. Ein paar Bestien werden noch übrig sein. Eines Mal nach Gott. Ist er da oben? Ist er da oben drinnen?
glaube ich, auch schon mal nach den... Ach, kleines Mana gerade geglitscht. Nach der Alp-Rüstung gesucht, der Alexatoren-Rüstung. Ich glaube, der ist hier oben. Ich glaube, das wird noch ein Fight. Ein letzter Abschluss-Fight. Allein, dass ich Red töten konnte, ist ein Happy Ending. Ey, servus, Falk. Letzte Bro, nachdem Ray tot ist. Okay. Fett Button mashed, Gott. Sadom, erkläre dich. Wie hast du mich gefunden? Das war nicht so schwierig. Ich glaube, ich kenne so langsam deine Pläne und Gewohnheiten. Du kennst meine Pläne, sagst du? Dann weißt du ja auch, was ich als nächstes vorhabe. Ja, aber es wird dir nicht gelingen, den Platz des ersten Elexitors einzunehmen. Wer soll mich daran hindern? Du? Meine Armee wird euch alle das Fürchten lehren. Bald schon werdet ihr bereuen, dass ihr euch mit mir angelegt habt. Oh. Oh, das gibt's sogar, diese Option. Du wirst jetzt bezahlen für deinen Verrat. Du bist sehr stark geworden. Und du hast eine Beharrlichkeit, die seinesgleichen sucht. Doch einen Fehler hat deine Rechnung. Du hast mich von Anfang an unterschätzt. Das wird dir nun zum Verhängnis.
Wenn man das vorliest, wäre geil gewesen. Sorry, dass ich es nicht mache. Ich werde so schnell abgelenkt. Ich kann nochmal aufs Klo gehen, bevor mich Sadom richtet. Oh. Oh, verdammt. Es geht ja noch weiter. Okay. Dann rede ich einfach darüber. Ich werde nicht die Zusammenfassung geben. Ich glaube, in Fallout New Vegas haben sie das auch gemacht. Und in der Fallout 3 vielleicht allgemein. Da hat aber wer dann drüber geredet, was viel besser ist. Der Text hier ist zwischendurch ein bisschen klein, zwischendurch ist der Hintergrund so weiß, dass alles ineinander reingeht. Also, ja, wollte ich da nicht durchlesen, überhaupt 10 Minuten durchlesen, diese Sachen und drüber zu lesen, ist dann doch ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich mir einfach mal eine Belohnung geholt. Le Protein-Riegel. Irgendwie mit Elex 1 und Elex 2 kommt mir so vor, als wäre die Geschichte zum Schluss hingehend immer mehr verwirrter und es geht irgendwie ineinander hinein und ergibt dann zwischendurch nicht mehr so viel Sinn bei beiden Spielen. Wenn man das Bild nimmt, wie bei Game of Thrones zum Beispiel, wo die ersten Staffeln ziemlich gut gezeichnet sind, dass man ein Pferd erkennt und dann zum Schluss das Pferd immer schlechter gezeichnet wird, so in etwa meine ich das, dass die Geschichte immer ein bisschen verwirrterer wird und dass sie immer sehr viel übereinander werfen. Ray, nein. Ray finde ich schade, dass der nicht mehr im zweiten Teil dabei ist. Dass er dann nicht zufällig überlebt hat und halb Roboter, halb Mensch Ray ist. Ah, das wäre cool gewesen. So, Ray ein Mini-Hybriden-Kampfmaschine. Das wäre eigentlich richtig cool gewesen, wenn man Ray als Terminator wiederbekommt in Elex 1 und Elex 2. Könnten sie ja noch Felix 3 machen. Ray als Terminator einfügen, der überlebt hat und dann ein Alp-Experiment wurde. Vadek. Ha, verdammt, hier schaut Vadek ziemlich stark nach Dwayne The Rock Johnson aus. Mit diesem Bild. Doch, schon hat was in diese Richtung. Ja, die Gesichter schauen alle besser aus. Ich würde gerne mal in der Zukunft einen Elex 1, Elex 2 Vergleich machen, welches Spiel wirklich besser ist. Aber das haben sie auf Reddit mal gewotet und das ist so ziemlich 50% rausgekommen. Also, ja, es hat beides sehr viele Stärken und Schwächen, die man dann wahrscheinlich so ziemlich genau zusammenkommen. Was ist das für ein Viech? Das Viech kommt mir nicht bekannt vor. Das Gebäude kommt mir bekannt vor. Ja. Ich werde ein Crewmitglieder, Teammitglieder, Waffengefährte-Ranking machen. Das ist geplant und viel Mod-Content. Jetzt wird abgerechnet. Achtung! Guck, noch, der wird mich wieder erwischt.
immer noch. Luftangriff. Ich bin nicht geglitscht. Und so dumm hat ins Gras gebissen. Dass sie mich das nicht davor machen lassen hatten könnten. Können machen lassen. Da ist deine Armee. Und Falk kommt noch einmal. Ah, hier ist noch was. Hier haben wir einen Zyklopen. Mann. Komm an, Team. Mach das Ding weg. Was machen die Schüsse? Sammeln die denn? Schaut so aus. Okay, wir haben gestunt. Ich habe mir das nicht alles so genau durchgelesen. Der explodiert mehr. Auch cool, auch cool. Ja, als nächstes in diesem Spiel werde ich mir das Kampfroboter-Mod runterladen. Das ist auch ein bisschen laut. Und mir das Intro mal geben in diesem Spiel. Mit Kampfroboter-Mod. Nur für ein Video. Dann Elex 2 installieren, da ein paar Mods noch spielen und testen. Und dann wahrscheinlich mir Fallout gönnen, ein Permadev. In Deutsch Fallout New Vegas, in Englisch Fallout 3. Und schauen, was da so abgeht noch. Falk und ich wieder. Am Ende. Diesmal bin ich in Elex Rüstung. Falk Rüstung. Ich bin schon zu verwirrt, ich sollte es beenden. Wir sind ja schon ewig lang hier drin. Peace out.